Ja, moin moin aus dem Krankenhaus. Ich bin restlos begeistert. Ich konnte das Video nicht sehen, aber ich habe es verfolgt immer im Radio. Aber wie gesagt, ich bin begeistert. Und jetzt will ich euch mal eins erzählen. Ich hatte ja mit Robert gestern noch gesprochen, beim Abschlusstraining. Und habe zu ihm gesagt, du machst bestimmt Tor, ich gönne dir das. Ich gucke doch für dich mal einen rein. Und er hat sich umgedreht hat und gesagt, ja, das macht man auch. So, das war gestern. Heute bin ich natürlich hier im Arsch und muss natürlich warten, was jetzt passiert hier. Da bin ich noch lange nicht wieder raus aus dem scheiß Krankenhaus. Aber es ist so, wie es ist. Ich möchte mich natürlich bei allen Leuten schon jetzt bedanken, die sich um meine Person Gedanken machen und Genesungsgrüße geschickt haben und gemacht haben. Es waren sehr viele. Ich bin richtig da gerührt und bevor Herrn Peter gerührt ist, das soll schon mal heißen. Aber wie gesagt, wir werden das sehen. Ich hoffe ja, dass es das bald hier vorbei ist. Aber ich weiß es nicht, was läuft. Das muss erst abgeklärt werden. Ich bin noch immer bei den Untersuchungen und ich muss abwarten. So, nochmal herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und auch an meinen Mo Heyer, der immer so ein bisschen in der Ecke gestellt wird, hat ein Tor gemacht, bin ich zufrieden, ohne Ende. Und natürlich an unseren Elfati auch. Guter Junge, weiß ich, das habe ich immer gesagt. Und dann würde ich noch eins sagen: an die Mannschaft alles Gute, an Robert speziell auch, Doppelpacker. Und dann natürlich an das Trainerteam auch, auch an Steffen, so Jungs und Mädchen vom HSV. Lass den Steffen mal in Ruhe arbeiten, das wird schon was, da bin ich von überzeugt. So, ich melde mich jetzt nochmal später aus dem Krankenhaus, wenn mir das wieder besser geht. Alles klar? Hau rein, ist Tango, tschüssi, nur der HSV. Ich bin begeistert, trotz meiner Geschichte hier. Alles gut, tschüssi.